Hallo, ihr lieben Menschen, wo ihr mir jetzt auch immer gerade zuschaut, ob hier im Book oder später über YouTube oder wo auch immer. Ich grüße euch. Und ich möchte heute vom Wunschvortrag Lehrerfehler den zweiten Teil mit euch teilen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich mich schon lange nicht mehr mit einem Vortrag so schwer getan habe wie mit dem von heute, weil ich einmal natürlich weiß, dass alles, was mir im Außen begegnet, etwas mit meinem eigenen Schatten zu tun hat und dass mich das teilweise erschrecken lässt, dass ich da so viel noch unerlösten Schatten in mir habe, was ja aber scheinbar so ist, sonst müsste ich ja niemand im Außen delegieren, mir diesen Schatten zu zeigen. Und dass ich mich zweitens auch schäme für diesen zweiten Fehler. Fast noch mehr wie für den ersten, weil er hat ganz viel zu tun mit meiner Konfliktscheuheit, mit meiner Angst, zu dominant zu sein, mit meiner Angst, zu autoritär zu sein und natürlich mit meiner Angst, überhaupt in Konflikte hineinzugehen. Und um diesen Fehler zu vermeiden, über den ich jetzt spreche, muss man im besten Sinne des Wortes konfliktfreudig sein. Und die Menschen, die verhindern, und das seit 40 Jahren, dass ich für mich diesen Fehler mache, den ich als Lehrer ganz oft bei meinen Schülern, ja, ich sag mal, toleriert habe, habe ich ja wie Menschen delegiert, sternzeichentechnisch, Skorpione, meist doppelte Skorpione, Steinböcke, meist doppelte Steinböcke, die mich, wenn ich in dieses Problem hineingehe, und ich neige total dazu, worum es jetzt als Fehler bei meinen Schülern gleich geht, als Lehrerfehler, dass ich es nicht verhindere, mir mit großer Vehemenz und großer Klarheit und auch mit großer Konfliktscheuheit immer wieder vorgehalten haben, ey Alter, geht gar nicht. Ey Alter, stopp, guck dir das an. Zusätzlich bin ich ja nur seit 40 Jahren in Dauertherapie und auch in Dauersupervision. Und das ist ein guter und wichtiger Weg, um nicht in Zustände zu kommen, über die ich gleich sprechen werde und die ich durch mein fehlerhaftes Lehrerverhalten nicht verhindern konnte. Ich möchte mit einer Geschichte anfangen. In Rom war es die höchste Wertschätzung, die die Stadt Rom einem erfolgreichen Feldherrn machte, dass sie ihm einen Triumphzug schenkte. Das heißt, er zog durch Rom, an den Seiten standen Zehntausende von Bürgern und jubelten ihm zu, vor ihm alle Gefangenen des besiegten Volkes, hinter ihm seine Truppen und es war ein Hallo und ein Alaaf und ein Hurra. Und er stand auf einem Streitwagen, wurde bejubelt und hinter ihm stand ein Priester. Und dieser Priester flüsterte ihm ständig ins Ohr, sei dir gewahr, dass du ein Mensch bist. Sei dir gewahr, dass du ein Mensch bist. Sei dir gewahr, dass du ein Mensch bist. Warum? Weil wer so bejubelt wird, wer so erfolgreich ist, wer so mächtig ist, wer scheinbar so viel Magie hat, um einen solchen riesigen Sieg zu feiern, der ist einfach den Dämonen des Hochmuts, den Dämonen der Rechthaberei und den Dämonen des sich selbst Überbewertens oft sehr, sehr radikal ausgeliefert, wenn er nicht Menschen an seiner Seite hat, die ihm mutig und auch radikal ehrlich immer wieder sagen, wenn jemand in eine solche Richtung Ego-Wahn, Größenwahn, unsolidarisch werden aus Überzeugung, ich weiß jetzt, was für mich gut ist, etc. geht. Ja, wie schon gesagt, ich kenne diesen Wahn scheinbar sehr gut,
auch wenn er in diesem Leben dank der vielen, vielen Menschen, die ich um mich hatte und die ich ja gerade schon geehrt habe, nicht wirklich zum Tragen gekommen ist. Aber ich kenne ihn gut, ich kenne ihn aus meinen Träumen und ich kenne ihn besonders aus meiner Reinkarnationstherapie, wo ich zu Leben vorgestoßen bin, wo ich als großer Agitator ganz viel Schuld auf mich genommen habe, weil ich Menschen manipuliert habe, weil ich Menschen begeistert habe, in Kriege zu ziehen oder auch Verbrechen zu verüben. Und da habe ich so viel Schuld auch auf mich geladen in diesen früheren Inkarnationen als Volksführer, als Volkstribun, als Agitator, dass ich mir irgendwie geschworen habe, es in diesem Leben wohl nicht mehr zu machen, aber eben trotzdem in eine Situation gekommen bin in meinem Leben, wo ich die Möglichkeit gehabt hätte, es zu tun, aber diesmal für mich genügend Vorbeugungen geschaffen habe und genügend Delegationen an andere Menschen ausgesprochen habe, an meine wunderbaren Therapeuten zum Beispiel, an meine Gefährtinnen, an meine auch guten Freunde, dass es eben immer wieder, wenn ich Tendenzen dazu entwickelt habe, zu klaren Auseinandersetzungen und dann zum Glück auch, vielleicht aber auch aus Konfliktscheuheit, zu Einsichten meinerseits kam. Ja, mein zweiter großer Lehrerfehler ist, dass ich leider zum Glück nicht zu oft bei einigen meiner besonders begabten Schüler und Gefährten und Gefährtinnen nicht dazu in der Lage war, ihnen warnend so ins Ohr zu raunen, wie es die Priester den Feldherrn taten oder wie es meine Freunde, Gefährten und Therapeuten mit mir getan haben. Sei dir gewahr, dass du kein Gott bist. Sei dir gewahr, dass du kein Guru bist. Sei dir gewahr, dass du nicht allwissend bist. Sei dir gewahr, dass du nicht allmächtig bist. Wer auf den Pfad unserer wunderbaren Magie geht, und dazu gehört die Homöopathie auch, erlangt eine Mächtigkeit, erlangt Schaffenskräfte, erlangt auch oft Ego-Kräfte, die gut dazu benutzt werden können, andere Menschen zu manipulieren und andere Menschen zu beherrschen. Das ist leider so. Magie ist nicht per se gut, das wissen wir. Sie ist so gut, wie die Moral eines Menschen entwickelt ist, der sie anwendet. Und einer meiner großen Lehrer hat mal gesagt, umso mehr die Mächtigkeit eines Menschen wird, umso größer seine magische Kompetenz wird, umso mächtiger muss sein innerstes Wesen werden, umso mächtiger muss sein lichter Wesenskern werden, umso kompetenter müssen seine Demutskräfte werden. Weil sonst gibt es eine Schieflage. Sonst gibt es im Grunde ein Überschießen des Egos und dieses Ego weiß dann, was für ihn gut ist. Egal wie es der Gruppe geht, egal wie es den Gefährten geht, egal wie es der Gemeinschaft geht. Ich weiß, was für mich gut ist und dann ist mir das Wohl der Gemeinschaft oder der Gruppe auch egal. Ein Mensch, der ein stark entwickeltes Ego hat, der stark entwickelte Magie hat, aber in sich, in seiner Wesenstiefe zu Hause ist, der Kontakt hat zu seinem lichten Kern, der wird nie eine Entscheidung und selbst wenn sein Ego noch so stark ist, fällen, ohne immer zu schauen, wie ist die Wirkung dieser Entscheidung auf meine nächsten Gefährten. Wie ist die Wirkung einer Entscheidung auf mein Kollektiv? Er wird immer das Wir und das Du sehen und nie nur wie im Ego-Wahn sein Ich und das, was er will. Ich will ist ein gutes Wort und gesegnet seien all die, die das so sagen können. Ich konnte das leider viel zu lange nicht. Aber dieses Ich will muss immer gepaart sein mit einem Schauen auf das Du, muss immer gepaart sein oft mit einem Schauen auf die Gemeinschaft.
auf die Gruppe, vielleicht sogar auf das Volk. Und wenn da die Kräfte gleich sind, die Kräfte der Magie, die Kräfte der Mächtigkeit, die Kräfte des Egos, aber gleichzeitig die Kräfte des Sozialen, die Kräfte des Demütigen, die Kräfte der Eigenreflexion, auch die Kräfte, die wissen, um diese Versuchung in die Macht zu gehen, in die Rechthaberei zu gehen, ins Gurutum zu gehen, ins Ich will zu gehen. Wo dieses Wissen da ist, ist eigentlich alles gut. Und da darf man denn auch mal das ein oder andere Mal ausbrechen und abgleiten. Denn wird man schon wieder zurückgeholt oder man holt sich selbst wieder zurück. Ja, mein großer Fehler war, dass ich immer sehr, sehr, sehr dafür gekämpft habe, dass meine Schüler sich entwickeln. Ich habe immer sehr, sehr, sehr geholfen, alles wegzuräumen, was Verleugnung von Wille, Verleugnung von Mächtigkeit, Verleugnung von Magie in den Systemen meiner Schüler war. Ich habe viele, viele, viele meiner Schüler immer wieder animiert. Glaube an dich, glaube an das, was du in dir hast, glaube an deine Schöpferkraft, glaube an deine Magie. Und die allermeisten meiner Schüler waren auch Menschen, die mit so schwachem Selbstbewusstsein zu mir gekommen sind, dass das total gut war, dass ich so irre an sie geglaubt habe, dass ich sie immer wieder ermuntert habe in diese Ich-Kräfte, in diese Magiekräfte, in diese Mächtigkeitskräfte hineinzugehen. Aber, und da habe ich versagt, es gab auch leider einige, die vielleicht nicht so viel Selbstbewusstseinsdefizite hatten wie die anderen und die ich auch sehr gefördert habe, die ich auch an sich habe glauben lassen, wo ich auch viel, viel, viel getan habe, dass die in ihre Magie und in ihre Mächtigkeit gehen. Aber ohne darauf zu achten, dass das adäquat geankert ist in der Kompetenz der Demut, in der Kompetenz des sozialen Fühlens, in der Kompetenz der Gemeinschaft. Die meisten Schüler, bei denen mir das passiert ist, wo ich diese Unterlassungssünde begangen habe, früh genug zu sagen, stopp, da fehlt was, da fehlt die Liebe, da fehlt die Demutskompetenz, da fehlt die soziale Kompetenz. Diese Dinge liegen schon einige Jahre zurück und leider habe ich mit den meisten von diesen Schülern auch keinen Kontakt mehr, weil ein wichtiger Schritt für sie war dann natürlich auch radikal, sich von mir zurückzuziehen, weil ich ja vielleicht noch ein Erinnerer an das war, um was es außer ihrem Erfolg, ihrer eigenen Gemeinschaft, ihrer eigenen Schule, ihrer eigenen Lehre hier im Leben noch gab. Ich war vielleicht noch ein Erinnerer an die alten Werte und darum wurde ich dann auch verstoßen oder verlassen. Und in den letzten Jahren ist es zum Glück seltener passiert. Einmal, weil wir, glaube ich, unsere wunderbare Heidi Barz mit im Schwarm haben, die diese großartige Kreisarbeit macht. Wir haben immer effektivere Supervisionen. Eckhard Demel, Florian Grohn, ganz großartig, wo diese Probleme, die ich hier gerade angesprochen habe, wenn denn die Schüler es zulassen, auch angeguckt werden. Und wir haben vielleicht auch mehr Kolleginnen, meistens Kolleginnen, wir nennen sie die ehrwürdigen Mütter, das sind ältere Frauen bei uns im Engelwolf-Clan. Da war die Irmgard Schmitz, da war die Gabriela, da war die Gertraud, da war die Renate, da ist die Gabi Happe, die aus ihrer hohen eigenen Demutsqualität, die aus ihrer eigenen hochentwickelten Wesensmächtigkeit, die keine Macht braucht, ist auch interessant. Dirkheim hat mal gesagt, es gibt einen großen Unterschied zwischen Macht und Mächtigkeit. Die Macht kommt eigentlich aus einer Schwäche und sie zwingt einem Gegenüber etwas zu tun, aus der eigenen Angst, sonst nicht sicher zu sein. Die Wesensmächtigkeit kommt ganz aus dem Wesen und die Wesensmächtigkeit muss nie zwingen.
Sie überzeugt, wenn überhaupt, von dem Weg, den sie gehen will, durch die Präsenz ihrer Kraft. Also ich glaube, durch diese wunderbaren Frauen ist es einfach in den letzten Jahren sehr viel seltener passiert, dass ein Schüler, den ich in seine Kraft gebracht habe, den ich in seine Magie gebracht habe, dem ich geholfen habe, an sich zu glauben, dann auf so ein Ego-Trip gekommen ist. Und da danke ich all denen, die mein Defizit, dass ich da oft zu schwach war, Einhalt zu gebieten, dass die da eingeschritten sind. Und ich habe diesen Fehler erkannt und ich habe jetzt auch begonnen, Formate zu entwickeln, initiiert primär durch meine wunderbare Gefährtin Gabi Happe, die das den alten Anstand nennt. Und wo wir innerhalb unserer Ausbildung, auch innerhalb der Engelwölfe und innerhalb der Schule, einfach ganz stark Wert darauf legen werden, dass gerade die Hochbegabten, die besonders ausgestattet sind mit diesen Ego-Kräften, dass wir ein besonderes Auge auf die werfen und besonders, und sei es manchmal auch mahnend, denen gegenübertreten und uns einmischen und sagen, hallo, ist ja ganz schön, was du hier alles machst und vielleicht ist es ja auch gut für dich, aber schaue mal auf die Gemeinschaft derer, mit denen die du unterwegs bist. Prüfe mal dieses Handeln, inwieweit es der Gemeinschaft dient oder vielleicht nur deinem Ego-Trip. Und ja, da bin ich sehr dankbar, dass wir da so wunderbare Lehrerinnen wie die Gabi Happe haben und die Heidi Barths mit ihrer Kreisarbeit. Und ich werde ja ab kommenden Sonntag die sogenannten UFA-Gespräche mit Gabi Happe führen. Und da werden wir uns auch als erstes diesen Lehrerfehlern zuwenden. Ein guter Lehrer, ein mutiger Lehrer. Und darum war ich bis jetzt noch kein guter Lehrer, weil ich war vielleicht ein mittelmäßiger Lehrer, aber ich hoffe, ich werde mal ein guter Lehrer, wenn ich auch ein mutiger Lehrer bin, der diesen eigenen Schatten bei sich auch im Grunde immer mehr anguckt. Und das mache ich wirklich. Das machen auch meine Krankheiten mit mir. Und ich hoffe, dass dieser gute Lehrer Andreas in der Zukunft eher in der Lage ist, wenn er merkt, da hebt jemand so ab. Da kriegt jemand so dieses Guru-Leuchten, wobei ja Guru an sich gar nichts Schlechtes ist. Es ist der, der den anderen an sein Licht erinnert, solange der sich noch nicht an sein Licht erinnert. Per se ist ja an diesem Guru gar nichts Schlimmes dran. Aber wenn Leute anfangen zu sagen, die Quelle spricht, und damit weiß ich, wo es lang geht, oder auch so ein entrückter Satz, die Ordnung ist, oder ich weiß, wie das ist. Also immer, wenn es dann anfängt, ins Lykopodische zu gehen, dann hoffe ich, dass ich den Mut und die Kraft und die Wesensmächtigkeit habe, da mahnend und total liebevoll zu sagen, ey Mann, keep cool. Eine meiner Gefährtinnen hat immer zu mir gesagt, wenn ich so ein bisschen in den Größenwahn marschiert bin, liebevoll, ruhig brauner. Und wenn sie zu mir gesagt hat, ruhig brauner, dann wusste ich, jetzt fange ich da so ein bisschen an, so einen cäsarischen Größenwahn zu kriegen. Und da sie das sehr liebevoll sagte, sie konnte es auch nicht liebevoll sagen, denn war ich schon in diesem cäsarischen Größenwahn. Aber meistens sagte sie das liebevoll und als Pulsatilla-Mensch und Doppelkrebs reagiere ich ja auf liebevolle Ermahnungen. Ja, und das hoffe ich bei meinen Schülern auch machen zu können in Zukunft. Und ich hoffe auf Heidi Barths, ich hoffe auf Gabi Happe, ich hoffe auf unsere anderen ehrwürdigen Mütter. Ich hoffe auf unsere Kreise, die bald ja wieder zusammenkommen, dass kein Schüler mehr diesen Weg des Größenwahns gehen muss. Weil es ist oft sehr tragisch, wenn man denn anschaut, sich mit anschaut, wohin solche Wege dann gehen. Und ja, ich möchte mich hier ganz kollektiv bei allen meinen Schülern entschuldigen, die diese Gehwege gehen mussten, weil ihr Lehrer zu schwach war, früher noch Stopp zu sagen. Weil ihr Lehrer zu schwach war, zu sagen, hey, brauner Gemach,
weil ihr Lehrer zu konfliktscheu war, zu harmoniesüchtig, weil ihr Lehrer vielleicht auch dachte, er hat überhaupt nicht das Recht, dann Fragezeichen in diesen Weg hineinzustellen. Ja, bei diesen Schülern möchte ich mich entschuldigen. Ich konnte es damals noch nicht besser, was keine Entschuldigung ist. Aber ja, ich war halt selbst noch woanders. Ich hoffe, in Zukunft habe ich den Mut, Stopp zu sagen und Fragezeichen aufzurichten, wenn ich das Gefühl habe, es mangelt zwar nicht an der Magie, aber es könnte an der Demut mangeln. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Abend und ich habe dies wie immer erzählt für dich und für mich und für die Erben der Zukunft.